Brüder und Schwestern, wir feiern das Fest Heiligstes Herz Jesu. Und das ist nicht so ganz biblisch verortet. Es ist aus der Volksfrömmigkeit entstanden im 19. Jahrhundert. Aber es bezieht sich auf eine sehr wichtige Glaubenswahrheit, dass Gott ein Herz hat. Das ist auch etwas, was in der Bibel wir heute aus der Lesung aus dem Buch Deuteronomium, aus dem fünften Buch Mose gelesen haben. Dass Gott sein Volk in sein eigenes Herz geschlossen hat. Und so ist auch jeder von uns in diesem Herzen Gottes zugegen. Bei Jesus offenbart sich das Herz des Vaters auf zweifache Weise. Einerseits in Jesus selbst, dass er uns seinen Sohn schenkt, damit wir einen haben, dem wir nachfolgen können, der uns erlöst und alles, was das mit sich bringt. Und andererseits geht es auch darum, zu sehen, wie das Herz Jesu wirklich ist. Und darauf möchte ich kurz einen Blick werfen. Weil wenn man die Evangelien liest, sieht man ein Bild, das auch mit dem Alten Testament übereinstimmt, dass Jesus im Innersten seines Herzens nur ein Gefühl hat, Mitgefühl. Also nicht so Mitleid mit jemandem, der einfach des Mitleids würdig ist, der so arm ist und so weiter, sondern Jesus hat mit uns Mitleid. Das bedeutet, dass er leidenschaftlich uns für uns einsetzt. Das ist eigentlich, was Mitleiden meint. Nicht so sehr mit jemandem im Leid das Leben bestreiten, das kann ein Teil dessen sein, aber das ist nicht der Kern, sondern der Kern ist das, was wir in der zweiten Lesung gehört haben aus dem ersten Johannesbrief. Gott ist die Liebe. Das ist das Einzige, was für einen Christen zählen soll. Und indem wir auf Jesus schauen, der so ein mitleidendes Herz hat, mit seinem Volk, mit mir und mit dir, sind wir zur Nachfolge berufen. Und das bedeutet, dass unsere Herzen sich nach dem ausrichten sollen, wie Jesus ist. Deswegen ist es eine der vorrangigen Aufgaben der Christen, sich im Mitleid zu üben, sich in Liebe zu üben. Und das kann verschiedene Formen annehmen, entweder im Gebet oder in der Arbeit, in der Familie oder im karitativen Einsatz. Es gibt so einige Bereiche in der Kirche, wo man das so realisieren kann. Aber der Kern des Ganzen soll eines sein. Und Johannes schreibt das ganz genau. Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Also nur insofern du dein Leben, deine Nachfolge unter dieses Vorzeichen der Liebe stellst, als ein Mitleidender lebst, nur so bleibst du in der Liebe Gottes. Und nur so hast du auch Zugang zu Gott. Wenn dein Leben sich nicht nach der Liebe ausrichtet, in welchem Bereich auch immer, das ist ganz einfach, will nicht sagen zu beweisen, aber nachzuvollziehen. Wenn du mit jemandem nicht in Liebe bist, wenn du mit jemandem einfach im Streit bist und so weiter, dann hast du auch keine Gemeinschaft mit ihm, keine richtige. Nur wenn du dich ihm hinwendest, ihm verzeihst oder um Verzeihung bittest, je nachdem, und Liebe zeigst, da ist Gemeinschaft möglich. Die Gemeinschaft mit Gott und mit den anderen Menschen. Und so ist das heutige Fest vor allem ein Aufruf, also für mich zumindest, damit wir alles in unserem Leben unter dieses Vorzeichen der Liebe stellen. Das heißt nicht, dass du jeden gerne haben musst. Du musst nicht alle Menschen leiden. Aber unser Auftrag ist es, alle zu lieben.
Das ist, kann sich überschneiden, dass man jemanden leidet und ihn liebt, muss aber nicht. Das ist die Liebe, die wir in der Bibel offenbart bekommen und nicht das, was man normalerweise darunter versteht. Jemanden zu lieben, das wiederhole ich sehr oft, ist ihm das Beste zu wünschen, das Beste für ihn zu wollen und das Beste für ihn zu tun. Und wenn du so lebst, wenn du für jemanden wirklich das Beste willst und tust und ihm das Beste wünschst, dann liebst du ihn. Viel mehr braucht es nicht. Die Gefühle kommen dann wahrscheinlich auch nach. Aber wenn du auf das Herz Jesu schaust, lass dich von deinem eigenen Herzen nicht betrügen, weil da kommen bei manchen so irgendwelche hohen Gefühle, die nicht schlecht sind. Aber das ist nicht das Wesentliche. Wenn du auf das Herz Jesu, auf das geöffnete Herz Jesu schaust, bist du direkt aufgerufen, wie er zu sein. Und dieses Herz wurde an einem Ort geöffnet. Und dieser Ort ist Golgotha, auf dem Kreuz. Das ist wir, wie wir mitleiden sollen mit dieser Welt, im Dienst für die Welt, in Liebe für die Welt. Das soll unsere Nachfolge ausmachen.